10,6 Kilo. 25 Minuten zu spät. Und man muss ganz ehrlich sein, wenn man hier steht, scheißt man sich schon ein bisschen in die Hose, Alter, oder? Nee, der kann nicht runterfallen. Und in dem Schuh, in dem wir den ganzen Tag gelaufen sind, steht ich nur der Lauf. Unser erstes Camp und unser erster Sonnenuntergang. 5.30 Uhr. Schaut von hier aus wie eine Fata Morgana in der Wüste. Bei so einer Hitze kannst du auf keinen Fall durchlaufen. Wir schlafen hier direkt an der Küste. Ja, das hier ist ein altes iPhone-Ladekabel, aber ich habe gerade nichts Besseres gefunden. Wir machen jetzt nochmal den Test, wie viel der Rucksack wiegt. 10,6 Kilo. 7.15 Uhr war Treffpunkt, jetzt ist 7.30 Uhr, immer noch keiner da. Perfekt. Hallo? Ja, hallo, wo sind Sie denn? Na, bis gleich. 7.39 Uhr, 25 Minuten zu spät. Hallo und herzlich willkommen. 25 Minuten zu spät. Lieber halbe Stunde zu spät als gar nicht. Guten herzlichen Morgen. Kannst du fragen, wer zu spät kam? Was? Halbe Stunde ist er zu spät gekommen. Halbe Stunde? Seit wann bist du unpünktlich, Pajak? Wie der läuft, darf man nicht sagen. 3 Stunden geht der Flug und wir haben 1,5 Stunden bis zum Flughafen. Es wird auf jeden Fall sehr knapp. Koffer sind abgegeben und wir sind durch die Sicherheitskontrolle. Wir haben jetzt noch 1 Stunde und 10 Minuten, bis unser Flug geht, also perfektes Timing. 9.55 Uhr, Prost. Das habe ich auf jeden Fall nicht am Fliegen vermisst. Aber wir sind jetzt da, das ist unser Flugzeug und ich würde sagen, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich bin gerade bei dem Mann auf den Koffer drauf getreten, aber wir müssen auf jeden Fall hinten rein. Juhu! Hey. Direkt die letzte Reihe, perfekt. Oh. Look at this. Nach 2 Jahren Vanlife endlich wieder fliegen, Leute. Ich bin so aufgeregt, das wird nice. Ladies and gentlemen, to all of you, welcome aboard this flight 362. Destination is Funchal, Madeira Airport. If Madeira Airport is not your intended destination, please make yourself known to a member of the crew. Otherwise, please move beyond the cabin. Take a look into the city. Jetzt sind wir in der Luft. Aus dem Fenster kann man die ganze Zeit Berge und Bergseen sehen. Also denke ich, wir fliegen an den Alpen vorbei. Ich schätze, es ist bei Italien oder Südfrankreich. Schaut auf jeden Fall super nice aus dem Flugzeug. Das hier ist auf jeden Fall die hässlichste Lasagne, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Oder? Aber guten Appetit, ey. Aber gut schaut sie nicht aus. Ei, ei, ei. Ist das die Lasagne? Oder wurden wir hier gescammt? Kurz davor zu landen und Madeira hat übrigens einen der gefährlichsten Flughäfen der Welt, den man anfliegen kann, aufgrund seiner Lage. Hier dürfen wirklich nur erfahrene Piloten landen und ich bin super aufgeregt. Ich habe mir vor dem Flug noch ein paar richtige Horrorlandungen angeschaut und bin jetzt super gespannt. Wir sind über der Insel. Drückt uns die Daumen, dass alles gut geht. Oh, wir sind gut gelandet. Sehen euch draußen. Wir haben es jetzt aus dem Flughafen rausgeschafft und für uns heißt es jetzt 10 Tage mit Rucksack, Zelt und Schlafsack durch Madeira. Wir haben absolut gar nichts gebucht, das heißt, wir haben keine Ahnung, wo wir überhaupt hin müssen. Gerade suchen wir irgendwie einfach nur einen Ausgang von diesem Flughafen und dann haben wir eine grobe Richtung, das ist nämlich diese Richtung. Einfach nur diese Richtung, mehr nicht. Ja, schauen wir erstmal, dass wir rauskommen. Wir haben jetzt hier schon Kakteen, das Meer und es schaut aus wie
wie auf Hawaii hier mit diesen Felswänden, die direkt da hochsteigen. Ja, wir sind jetzt so seit einer Dreiviertelstunde unterwegs, haben den Flughafen hinter uns gelassen, laufen hier aber immer noch an der Landstraße entlang. Bei der Aussicht kann man es allerdings aushalten. Mittlerweile ist schon nach 17 Uhr, das heißt, heute wird einfach nur ein Supermarkt gesucht, was zu essen und zu trinken geholt. Und danach müssen wir schauen, dass wir irgendwo einen Platz finden, wo wir unser Zelt aufbauen können. Das wird auf jeden Fall spannend. Mal schauen, ob alles klappt. Wir sind jetzt an unserem ersten Strand und wie ihr sehen könnt, es gibt Wellen hier. Ich habe auch mein Neopren dabei, aber die Wellen sind für mich noch ein bisschen zu klein. Aber wenn es die Woche mal gute Wellen gibt, dann bin ich auf jeden Fall drin. Endlich wieder am Strand zu sein nach zwei ganzen Wochen, Leute. Es ist super nice. Da kommt gerade eine gute. Go, 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 go. Der perfekte Start ins Abenteuer, würde ich sagen. Erstmal ins Meer, die Temperatur ist so nice. Und wir haben ein paar Wellen, ich konnte ein paar Bodys surfen. Echt der Wahnsinn. Bro, wie geil ist es, vom Flughafen hierher zu laufen, ins Wasser zu gehen? Unbeschreiblich, oder? Man kann es nicht beschreiben. Alter, was ein Start, Mann. Besser hätte es nicht sein können. Nee, Mann. Nichts gebucht, gar nichts und trotzdem perfekt, Mann. Gefühlt den besten Spot erwischt. Ja, direkt gleich am Anfang. Aber es wird noch besser, Bro. Ja, ich hoffe es, aber wird schon geil. Fängt schon gut an. Ja, ich würde sagen, wir trocknen jetzt und dann geht's an die Arbeit, einkaufen und irgendeinen Platz suchen, wo wir heute Nacht schlafen können. Erster Eindruck von Madeira, mehr als geil. In meinem Rucksack sind jetzt, denke ich, gute 15 Kilo drin. Wir sind schon 1,5 Stunden damit gelaufen. So langsam spürt man es auch auf dem Rücken. Ich hoffe wirklich, dass wir irgendwo einen geilen Campingplatz heute finden und ein bisschen entspannen können. Es ist wirklich super anstrengend. Vielleicht haben wir das Ganze etwas unterschätzt. Wir haben 27 Grad und hier geht's ungefähr mit 20 Grad Steigung nach oben. Ich denke, hier kann man es am deutlichsten sehen. Es ist wirklich heiß. Von da unten, da haben wir eingekauft. Und hier hinterm Hügel war der Flughafen. Das heißt, wir sind einmal so gelaufen, so. Und jetzt hier hoch. Und hier geht es danach für uns lang ganz nach oben. Sonne ist jetzt schon fast am Untergehen und schaut euch diese Aussicht mal an. Wir sind jetzt gerade hier angekommen, laufen diesen Weg noch mal ein bisschen weit entlang und versuchen jetzt hier irgendwo einen Schlafplatz zu finden. Ich denke, es ist noch so ungefähr eine Stunde hell. Kein schlechter Spot für den ersten Tag, würde ich sagen. Okay, ich glaube, hier geht's nicht mehr ganz weiter. Und man muss ganz ehrlich sein, wenn man hier steht, scheißt man sich schon ein bisschen in die Hose, Alter, oder? Da geht's, boah, ich weiß nicht, wie weit runter. Diese Klippe geht wahrscheinlich schon so 300, 400 Meter komplett senkrecht runter. Schnell weg von hier. 19.500 Schritte, das waren jetzt ganze 15 Kilometer. Man kann da hinten sehen, wie die Sonne untergeht. Und hier hinten haben wir jetzt unsere Zelte aufgeschlagen. Unfassbar schön hier direkt an den Klippen. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich kaputt. Der erste Tag ist so anstrengend. Mit der ganzen Anreise auch. Früh ist auch schon um 6 Uhr aufgewacht, ganzen Tag unterwegs gewesen. Ja, und da sind die Zelte. Es schaut wirklich nice aus. Dadurch, dass hier nochmal so ein Hügel ist, haben wir wirklich da auch einen windgeschützten Bereich. Dann hier am Meer ist immer noch super windig, aber sobald man hier ein bisschen runter geht, ist es schon gleich viel besser. Nee, der kann nicht runterfallen. Und so schaut die Schlafsituation aus. Ich habe hier ein ganz kleines Zelt, einen Schlafsack, Isomatte. Mein Rucksack passt hier genau noch hin. Und ich würde sagen, jetzt ist auch mal Zeit, was zu essen. Wir haben leider keinen Gaskocher, deswegen haben wir hier einfach nur Brot gekauft und ein paar Kekse. Zwar nicht das Beste, was man nach so einer Wanderung braucht, aber es erfüllt seinen Zweck auf jeden Fall. So schaut das Ganze aus in dem Schuh, in dem wir den ganzen Tag gelaufen sind, steht im Hotel auf. Das ist unser Abendessen. Erster Tag auf Madeira, unser erstes Camp und unser erster Sonnenuntergang hier mit der Aussicht. Ich denke, viel besser geht's nicht und ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.
5:30 Uhr. Herzlich willkommen zum zweiten Tag auf Madeira. Ich muss sagen, ich habe eigentlich ziemlich gut geschlafen. Es war super warm. Wir hatten nachts noch an die 20 Grad. Ich war zwar ungefähr 10-mal kurz wach, aber konnte immer wieder einpennen. Das Einzige ist, dass ich komplett durchgeschwitzt bin, Freunde. Wir hatten gestern ja 31 Grad und wir haben so schon todesgeschwitzt auf der Wanderung und jetzt noch nachts geschwitzt. Mein ganzer Körper pappt, Freunde. Also müssen wir heute auf jeden Fall irgendwo einen Strand finden, an dem wir duschen können. Ja, draußen ist noch dunkel und ich warte jetzt auf den Sonnenaufgang. Wir haben jetzt alles zusammengepackt. Wichtig dabei natürlich immer den Platz so verlassen, wie man ihn auch vorgefunden hat. Und wie ihr sehen könnt, ist es heute ziemlich bewölkt. Wir haben leider keinen schönen Sonnenaufgang bekommen. Aber das ist mir ganz recht nach den 31 Grad gestern und nachdem man so ultra vollgeschwitzt war. Ja, heute einfach mal ein bisschen ruhiger mit Wolken. 25, 26 Grad sind heute die Höchsttemperaturen. Und wir werden versuchen, von hier bis da auf dieses Zipfelchen zu kommen. Dahin sind es ungefähr 3 Stunden zu Fuß. Und wenn man Glück hat, kann man von dort Delfine und Wale sehen. Das wäre natürlich abnormal geil. Aber wie immer bei solchen Spots sieht man da natürlich nicht jeden Tag Delfine, sondern nur ganz, ganz selten. Aber vielleicht klappt's ja. Ja, für uns geht's jetzt auf jeden Fall los. Bevor der zweite Tag starten kann, gibt es aber erstmal ein Croissant und einen Kaffee. Wir haben leider überhaupt nichts dabei, mit dem wir kochen können. Deswegen müssen wir wirklich in Cafés oder wie gestern räudiges Essen essen. Aber früher morgen in einen Café zu gehen, ist wirklich genial. Ah, ich habe Portugal vermisst. Wir waren jetzt eine gute Stunde schon unterwegs, wollten uns eigentlich an diesem Strand hier unten ein bisschen abkühlen. Aber die Sonne ist leider noch nicht über den Berg und da unten ist alles voll mit Schatten. Deswegen geht es jetzt einfach weiter direkt an die Spitze. Dort gibt es nämlich noch einen Strand und dann können wir uns heute Mittag abkühlen. Landschaft hier ist sehr, sehr geil. Man läuft hier wirklich die ganze Zeit mit sensationellen Aussichten. Man kann sich auf jeden Fall nicht beschweren. Es ist nur ein bisschen hügelig, gewöhnungsbedürftig, aber es ist ein Traum. Ne? Es ist ein Traum. Das nächste Mal ein bisschen weniger Gewicht, aber ich wüsste auch nicht, was ich jetzt nicht brauche. Das hier ist die Aussichtsplattform da Luna. Da hinten sind noch einige Touristenbusse. Das heißt, das hier ist ein ziemlich spektakulärer und begehrter Ort. Die Sonne steht gerade zwar ein bisschen schlecht, aber hier gehen die Klippen wirklich fast senkrecht runter. Man hat ein Hammerpanorama. Anstrengend war es auch hierher zu laufen. Das steht außer Frage. Aber ich glaube, man gewöhnt sich langsam an den Rucksack und das Gewicht. Und genau hier haben wir heute geschlafen. Das heißt, von da sind wir hier nach unten gelaufen. Hier ungefähr war die kleine Stadt, in der wir den Kaffee gemacht haben früh. Und dann sind wir hier alles hergelaufen und hier geht's weiter für uns, bis wir dann am Ende komplett an der Spitze ankommen. Wie ihr sehen könnt, es ist alles ziemlich dunkel. Die Wettervorhersage zeigt aber keinen Regen an. Ich hoffe wirklich, dass es so bleibt, denn sobald es regnet, sind unsere Rucksäcke und alles nass. Das wäre wirklich worst case. Regen ist im Wohnmobil schon schlimm, aber zu Fuß mit Zelt unterwegs, wenn es da regnet, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Wir haben jetzt zum ersten Mal die Wanderwege verlassen und sind hier wirklich mitten im Nichts. Eigentlich war geplant, da hinten lang zu laufen, aber da sehen wir schon richtigen Massentourismus. Und wir haben hier einen Weg gefunden, der hier komplett auf den Gipfel hochgeht und schauen jetzt einfach mal, ob wir da hinkommen. Wir laufen hier einfach quer durch, ohne Wanderweg und mal ist Wiese da und mal hat man hier wirklich diesen Vulkanstein, was auch komplett besonders ausschaut. Das Ganze bröckelt hier richtig ab. Man muss auf jeden Fall auch aufpassen, wo man hintritt. Ab und zu rutscht mal weg. Ah, sollte alles machbar sein. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt auf der Spitze angekommen. Fragt nicht, wie der Weg war.
Wir haben die Rucksäcke irgendwo in der Mitte liegen gelassen. Das ging so steil nach oben. Aber wir sind ganz oben. Man hat wirklich eine sensationelle Aussicht. Wir haben hier fantastische Klippen. Und dahin wollen wir bis aufs andere Ende. Man sieht von hier auch die ganzen Wanderer, wie die Ameisen laufen. Hier ist noch ein Aussichtspunkt, da sind sehr, sehr viele Leute. Madeira, die Insel zum Wandern, passt auf jeden Fall. Ist wirklich sehr nice hier. Und ich würde sagen, wir suchen jetzt langsam mal einen Strand, damit wir uns ein bisschen waschen und abkühlen können. Und wir sind einfach einen anderen Weg gegangen wie alle anderen. Aber der ein oder andere schaut schon auf uns, wie wir da hochgekommen sind. Es ist jetzt Mittag und die Sonne hat den Höchststand erreicht. Deswegen denke ich, wir haben auch die Höchsttemperatur jetzt, 26 Grad erreicht. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, bei mir tropft alles. Und da unten ist jetzt der normale Wanderweg. Wir laufen jetzt ungefähr noch eine Stunde mit den ganzen anderen Wandern dahinter. Dort ist dann ein Strand, an dem wir uns abkühlen können. Und dort gibt es auch ein Café, das ist gut, weil wir haben nämlich beide nur noch eine Flasche Wasser dabei. Wir können dann dort alles auffüllen und eventuell dort auch zelten heute. Das wäre auf jeden Fall der Plan für heute. Ja, aber bis dahin ist erstmal noch ein Stündchen zu wandern mit dem Rucksack. Und hier kann man vielleicht schon sehen, es sind richtige Abdrücke hier schon. Das T-Shirt ist super dünn. Es reibt auf jeden Fall an den Schultern. Aber der Mensch ist auf jeden Fall ein Gewöhnungstier. Der zweite Tag ist auf jeden Fall schon einfacher als gestern, oder? Ja, ich hätte auch nicht gedacht, wie belastbar der Mensch sein kann. Aber man gewöhnt sich tatsächlich an das Gewicht. Man gewöhnt sich wirklich an alles. Als ich die 500 Kilometer Fahrradtour gemacht habe, bin ich auch am ersten Tag 60 Kilometer gefahren und dachte mir, ach du Scheiße, ich komme wahrscheinlich niemals an mein Ziel. Und am letzten Tag bin ich 120 Kilometer gefahren und hatte wirklich noch mega die Luft. Ja, man muss einfach nur rausgehen und das machen, Freunde. Und dann gewöhnt sich der Körper auch dran. Sehr, sehr geil. Durchziehen! Freunde, ich sag euch, die Welt ist viel zu groß und zu geil, um sein ganzes Leben an einem Ort zu versauern. Schaut euch einfach diesen Strand an. Wir sind komplett alleine. Einfach nur wow. Ja, nach dem Abkühlen chillen wir jetzt hier noch ein bisschen. Mittagssnack, eine frische Orange von der Insel. Perfekt. Hier auf Madeira geht es wirklich nie geradeaus, Freunde. Entweder man muss nach oben laufen oder man läuft bergrunter. Wir waren jetzt eben hier am Strand, sind komplett einmal die Gipfel hoch entlang gelaufen und sind jetzt hier wieder mal komplett verschwitzt. Aber es macht trotzdem super viel Spaß. Man kann es auf jeden Fall schon im Bein spüren. Der ein oder andere Stolperer war schon mit dabei. Aber das Café müsste nicht mehr weit weg von hier sein. Und dann gibt's was zu essen. Das hier ist übrigens das Café, in das wir wollen. Schaut von hier aus wie eine Fata Morgana in der Wüste. Dominik, das haben wir uns verdient. Stößle. Jetzt schon ein paar Stunden später. Wir haben nämlich fast den ganzen Tag hier im Café und unten am Strand verbracht. Wir sind hier übrigens am östlichsten Punkt Madeiras und es war am Tag wieder so heiß, dass wir auf keinen Fall irgendwas machen konnten. Selbst am Strand unten zu liegen war wirklich zu heiß. Nach eineinhalb Stunden sind wir wieder hoch und haben uns in Schatten gesetzt. Und jetzt steht die Sonne nicht mehr so hoch und langsam kühlt es ab. Deswegen haben wir die Rucksäcke gepackt und laufen wieder dahin, wo wir herkommen. Und irgendwo auf dem Weg suchen wir uns dann Plätze, an denen wir schlafen können. Sehr, sehr produktiver Morgen auf jeden Fall und dann hat es stark nachgelassen. Aber bei so einer Hitze kannst du auf keinen Fall durchlaufen. Wir sind dann noch eineinhalb Stunden gelaufen, haben jetzt einen Platz gefunden, an dem wir unser Zelt aufschlagen konnten. Haben das Ganze jetzt auch schon aufgebaut. Die Sonne ist schon untergegangen und der Platz hier ist wirklich sensationell. Wir schlafen hier direkt an der Küste, wirklich direkt an der Küste. Hier ist vielleicht noch ein Meter und dann geht es nach unten und da unten ist auch ein Strand, an dem wir morgen früh direkt mal reinspringen können und duschen können. Dominik, sein Zelt auf jeden Fall auch am Start. Bisschen frisch geworden, aber ist schön. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder.